Seid herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Wir müssen anscheinend den Aufzug benutzen. Mal sehen, wo es hingeht. Beruhigende Musik. Wir wollen vorfahren. Er hat wirklich gespeichert, danke. Persephone, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Warum nur? Also ich würde sagen, da geht's lang. Haben wir hier irgendwas? Was ich, oh. Aber das ist voll. Wir sind jetzt wohl am ganz untersten Ende von Rapture. Das können wir gebrauchen. Noch irgendwas? Oder Gegenfrage, komme ich jetzt einfach so durch oder werde ich gleich wieder angegriffen? Aber so wie ich denke, darf ich hier nicht einfach so durchlatschen. Ich meine, das wäre zu einfach. Schnell! Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Sag bloß. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Nein. Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Ja, natürlich. Warum sollte ich auch nicht? Was haben wir denn da? Ich würde gerne meine Nietenpistole ein bisschen aufrüsten, aber... Nehmen wir das. Ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass ich hier nicht so einfach durch darf. Oh, komm, noch ein Verbandskasten, ein paar Ich-Spritzen. Ja klar, jetzt setzt der Alkohol ein, ist richtig. Gib mal her die Spritze. Ich werde hier quasi wieder mit allen möglichen Zeugs hinterhergeschmissen. Ich glaube, ich möchte das hacken. Der könnte uns vielleicht gleich noch nützlich werden. Habe ich zumindest das Gefühl. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lamb.
Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Okay. Warnung. Quarantäneverriegelung wird deaktiviert. Bitte warten. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Okay. Oh. Oh. Die Quarantänekammer wartet auf dich. Geh rein! Dein Signal reißt ab, Junge! Ich sehe und höre nichts. Irgendwas in dem Raum blockt mich ab. Ist das mein Gott, was? Sieh sie dir an, Delta. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Noch 50 Sekunden. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten. Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter, auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch dich, wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Eleanor, vergib mir. Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit.
Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Du hast nun die Kontrolle über eine Little Sister. Du kannst nun Luftschächte benutzen und Adam von Leichen ernten. Aha. Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater. Aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Interessant. Gut. Also, von Mutters Büro aus kann man diese Kammern entriegeln, in denen sie uns festhält. Finde einen Weg, um da reinzukommen. Alles klar. Ist ja mal eine interessante Technik. Ist vor allem mal schön, mit meiner Little Sister zu spielen. Du bist drin. Da sollte irgendwo ein Hebel sein. Zieh ihn, dann werden unsere Zellen entriegelt. Okay. Leute, aber ich speichere... Oh, ich kann nicht speichern. Achtung! Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Okay. Aber sollte ich mir jetzt Sorgen machen? Weil welche Möglichkeit schon habe, ne? Adam zu sammeln. Dann sollte ich dies auch nutzen. Oh, ich kann sogar Geld einsammeln. Nice. Komm her, du kleine Göre! Ab hier, du kleine Ach so, alles klar. Wenn ich denen zu nahe komme, dann passiert sowas. Des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Okay. Aber lasst mich mal kurz schauen. Ja, die Zeit ist eigentlich auch schon wieder um. Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut und haut rein. Ciao.